Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf MJG Retro. Wir sehen hier einen großen Karton. Und was es ist, weiß ich selber noch nicht, weil ich habe nichts erwartet. Heute am Dienstag, den 6.9.2021. Ich würde sagen, wir gucken da mal rein. Ist interessant, das Paket. Es sieht aus, als wenn es von Amazon gesendet worden ist, aber ich habe keine Ahnung, ich stehe eBay drauf. Das muss was sein, was ich bei eBay gekauft, ersteigert habe. Also das Paket ist schon mal, wie gesagt, wie eins von Amazon. So, hier war festgetackert, festgeklebt. Ich würde sagen, wir gucken mal rein, was drin ist. Wow. Das ist schon mal... Das ist es. Jetzt weiß ich, was es ist. Das sollte eigentlich weniger ein Unboxing werden. Aber ich wollte euch mal eben zeigen, hier die Verpackung. Aber das ist schon mal geil gelöst gewesen. Also muss ich wohl sagen, Hut ab. Das ist hier... Was wird es denn werden? Eine Interface-Card. Aber was für eine? Ist es eine LAN-Karte? Wer weiß. Ist es ein Display? Also VGA-Karte? Wer weiß. Ist es eine Multi-IO-Karte? Gucken wir mal. Memory-Karte. Harddisk-Controller. Das kommt der Sache schon näher. Function-Card? Keine Ahnung. Floppy-Disk? Harddisk-Controller? Das ist schon mal... Ja. Harddisk-Floppy-Controller. Ja, das... Kommt der Sache schon näher. Warte mal, wie macht man das Ding jetzt hier am besten auf? Und wir haben wieder ein New Old Stock Floppy Controller Kabel. Ein Floppy Kabel hier. 3,5 Zoll, 5 Zoll Diskettenlaufwerke. New Old Stock. Hier haben wir eine Interface-Karte. Ja. Und das Wichtigste an dem Ding ist... Users Manual, ein Blatt. Moment. Nur ein Blatt. Das ist die... Aber das ist das Wichtigste an dem Teil hier, was ich brauche. Hier ist nämlich beschrieben, hier, wie man... Hardware-Kontrolle abschaltet. 1 bis 3. FTC. Weil die Karte ist nämlich für einen, man glaubt es kaum, für einen Turbo XT. Ja. Das ist eine 16-Bit-Karte. Aber die ist sogar noch zu geil. New Old Stock. Mal gucken, ob die funktioniert. Vorbesitzer sagt, Laser nicht. Aber dafür war sie schweinebillig. Im einstelligen Euro-Bereich. Wenn er sagen wollte, warum willst du dem das 16-Bit und IDE und so, geht doch gar nicht am Turbo XT. Also IDE stimmt schon mal. Weil den Floppy-Controller muss man abschalten. Weil die 8-Bit, die bedienen nur, also die Harddisk, nicht Floppy-Controller, kannst du anlassen. Den ID-Controller musst du disablen. Dann kann man zumindest den Disketten-Controller benutzen. Das, was ich alles gelesen habe. Es gibt sogar, dann läuft zumindest, laufen 360 Kilobyte Diskettenlaufwerke und 27 Kilobyte Diskettenlaufwerke. Wenn man dann das Ganze mit HD benutzen will, gibt es ein Programm, 2M BIOS oder so ähnlich, habe ich mir auch schon organisiert. Deswegen... Und wir wissen ja, die Karte... Oh, hier sieht echt aus, als wenn die noch nie benutzt worden ist. Glänzt.
Wir wissen ja, dass die originale Karte, die beim X-Ray dabei gewesen ist, von der Batterie ziemlich mitgenommen worden ist, beziehungsweise vielleicht funktioniert sie gar nicht mehr. Deswegen habe ich mir nach Ersatzmöglichkeiten ausgesucht. Also alles im 8-Bit-Bereich. Ich hätte gern auch einen Controller für den 8-Bit-Controller gehabt, aber ach, guck mal, hier ist sogar hier noch das originale Wie gesagt, die Karte soll nie benutzt worden sein. Sieht auch so aus. Und dann kommt sie gleich jungfräulich in den XT rein, hör mal. Und das soll funktionieren. Und sonst würde ich mich gar nicht erst auf das Abenteuer einlassen. Ja, was habe ich jetzt dafür bezahlt? Also mit Versand so bin ich unter 10 Euro. Man glaubt es kaum. Und wichtig war mir eine Karte gewesen, die eine Anweisung hat, wo man sehen kann, wie man jumpern muss, um den Teil des IDE-Controllers abzuschalten. Ja, das war's dann in Kürze mit Würze. Damit sage ich danke fürs Zugucken und wir haben wieder ein Gerät für den Turbo XT. So, damit wandern wir mit langsamen Schritten weiter zum Mainboard des XTs und vielleicht werden wir jetzt in den nächsten Videos uns weiter mit dem Turbo XT beschäftigen und gucken, dass wir den so langsam in Richtung Tests des Mainboards bewegen. Und wenn wir Glück haben, haben wir vielleicht einen funktionierenden Turbo XT. Das wäre einfach nur genialomat. So. Damit sage ich danke fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn ihr mehr von dem Turbo XT sehen wollt, einfach den Daumen nach oben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, ihr wisst schon, was ihr zu tun habt. Ansonsten danke fürs Zugucken und vergesst nicht, die anderen Kanäle euch anzugucken. Die da heißen MJG Retro Zeugs, MJG Retro Archiv, MJG Retro Games und noch ein Kanal, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe. So, ich bin jetzt endgültig weg. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis demnächst. Euer Mikey. Tschüss.